Willkommen zum Webinar Basiswissen HAV. Ich möchte mit einigen Fragen beginnen, die sich für Personen stellen, die beruflich sehr stark gefordert sind bzw. sportlich ambitioniert. Wir versuchen in unserem System des Vitalmonitors diese Fragen zu beantworten. Die Antwort erfolgt dabei über einen momentanen Zustand der Erholung, der Regeneration, den wir aus den Messungen errechnen und einen Gegenpol, den wir psychophysischen Stress nennen. Beide Faktoren sind individuell kalibriert und Momentaussagen. Es sind gegenläufige Informationen, das heißt, ich kann nicht zu 100% gestresst sein und gleichzeitig vollständig erholt. Um sie mit einer Längsschnittinformation zu versehen, verwenden wir hier das biologische Alter bzw. die Herzratenvariabilität als Zahlenwert. Das biologische Alter, wenn es so wie hier sinkt, dann können wir davon ausgehen, dass eine Verbesserung der Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit eintritt. Dasselbe gilt für ein Ansteigen der Herzratenvariabilität in systematischer Form, wie hier gezeigt. Womit wir in unserem Organismus zu rechnen haben, ist mit der Tatsache, dass nicht ein einzelnes Ereignis sofort unseren Organismus über seine Grenzen der Belastbarkeit treibt. Ich vergleiche es mit einer Regentonne. 1000 Tropfen fallen hinein, nichts passiert. Dann fällt noch ein Tropfen hinein und das Fass läuft über. In diesem Moment stellen sich alle die Frage, was jetzt passiert ist. Grundsätzlich ist nichts Besonderes passiert. Es ist ein Tropfen hineingefallen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Hätten wir die Perspektive gewechselt und von oben in das Fass hineingesehen, hätten wir erkennen können, dass hier bereits das Fass fast voll ist und wir Gegenmaßnahmen treffen müssen. Um diesen Perspektivenwechsel in unserem Organismus zu vollziehen und die Information über den Füllzustand des Fasses zu erhalten, verwenden wir das biologische Alter. Wenn es so wie hier ansteigt, haben wir eine Aussage, dass Belastung und Erholung nicht zusammenpassen, dass die Erholungskapazität nicht ausreicht, die Belastungen zu verarbeiten und damit eine Aufsummierung von Belastungen im Hintergrund entsteht, die zu einem Problem, Burnout, Übertraining etc. führen könnte. Wo setzen wir den Vitalmonitor ein? Entwickelt wurde er zur Trainingssteuerung im Sport. Es hat sich aber sehr rasch gezeigt, dass auch die Belastungssteuerung im beruflichen Kontext ein breites Feld der Anwendung darstellt. Die Überlastungsprävention in beruflicher oder sportlicher und natürlich auch in beiden Ebenen ist hier eine Möglichkeit des Einsatzes. Wir können mit Hilfe des Vitalmonitors Trainingsmaßnahmen evaluieren, indem wir nach Belastung eine Messung vornehmen. Diese sollte einen Abstand von 30 Minuten haben. Wir können Stresssituationen auf ihre Wirkung in unserem Organismus hinterfragen, dadurch, dass wir nach einer stressigen Situation möglichst zeitnahe eine Messung durchführen. Wir können Gesundheitsmaßnahmen vom Abnehmen bis zur Zahnsanierung, die wir bewusst eingehen, die wir bewusst setzen, auf ihren gesundheitlichen objektiven Wert im Organismus überprüfen, und zwar dadurch, dass wir im Längsschnitt das biologische Alter und die Herzratenvariabilität beobachten. Dasselbe gilt für die Umstellung von Lebensgewohnheiten, sei es das Ernährungsverhalten, sei es das Schlafverhalten, dass wir auch anhand von biologischem Alter und Herzratenvariabilität objektiv beurteilen können. Damit können wir in systematischer Form eine Verbesserung und Steigerung der Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit in psychischer und physischer Hinsicht erzielen. Die Basis der Messungen ist ein Wissen, das bereits sehr lange vorhanden ist. Auch wenn dieses Zitat immer wieder vor den Teppich, vor den Vorhang gezogen wird, hervorgeholt wird, ich bin nicht unbedingt überzeugt, dass wir alleine das Herz als Fokus haben, sondern eigentlich beurteilen wir die Steuerung des Herzens im Hintergrund und diese erfolgt über das vegetative Nervensystem. Alle unsere lebensnotwendigen Funktionen werden autonom oder vegetativ gesteuert. Und vor dem Hintergrund dessen ist eine Information über die Steuerqualität, die im Hintergrund gerade besteht, eine Information über den Zustand unseres Organismus. Wir könnten das auch von der Darmtätigkeit ableiten. Es ist nur am Herzen deutlich einfacher.
Diese Steuergrößen, diese Steuerimpulse erfolgen im vegetativen Nervensystem über zwei Gegenspieler, und zwar über den Sympathikus, den wir zum Leistung erbringen brauchen, und den Parasympathikus, der uns nach dem Erbringen einer Leistung für die nächste Leistungserbringung wieder befähigen soll, also für die Erholung sorgt. Im Normalfall sollten beide, im Längsschnitt gesehen, halbwegs ausgewogen bilanziert sein, sodass also Belastung und Entlastung sich gegenseitig ausgleichen. Wenn das so wie bei vielen in unserer Gesellschaft nicht mehr der Fall ist, die Leistung, das Leistungerbringen dominiert, das Erholen zu weit zurückgedrängt wird, dann haben wir eine Schieflage, wie hier angedeutet, und das würde bedeuten, dass das biologische Alter hoch ist und die HRV objektiv gesehen einen niedrigen Wert einnimmt. Die Herzratenvariabilität als Kenngröße ist also dann die Fähigkeit des Organismus, die Abfolge der Herzschläge möglichst optimal so zu gesteuern, dass Blut in optimaler Form jede einzelne Zelle mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Um das zu gewährleisten, brauchen wir Informationen aus dem gesamten Körper, sodass wir also über ein Sensorsystem, das im ganzen Körper verteilt ist, Informationen vor Ort beziehen, über Sauerstoffsättigung, über CO2-Sättigung, über den pH-Wert des Blutes, über den Blutdruck vor Ort etc. Und diese Sensorinformationen dann in Steuerimpulse über das vegetative Nervensystem verarbeitet werden und damit der Herzschlag in seiner Abfolge permanent beeinflusst wird. Ist der Organismus nicht belastet, dann können diese Informationen aus der Peripherie permanent verarbeitet werden und der Herzschlag wird von Schlag zu Schlag neu getaktet. Damit entsteht eine hohe Herzratenvariabilität. Ist der Organismus belastet, gestresst oder körperlich angestrengt, dann können diese Rückmeldungen nur noch teilweise verarbeitet werden, also ihr Einfluss schwindet, oder sie können gar nicht mehr berücksichtigt werden. Dann dominiert der Herzschlag, der vom Sinusknotenrhythmus getaktet wird, und dieser Sinusknotenrhythmus ist ein völlig starrer Rhythmus. Diese Zusammenhänge gelten für alle vegetativ gesteuerten Funktionen und könnten auch an anderen Orten abgeleitet werden. Habe ich eine Messung mit einem variablen Herzschlag, dann ist das momentan gesehen ein Zeichen für einen guten Zustand. Habe ich permanent variable Messungen mit hoher Variabilität, dann habe ich noch eine gute Funktion, und das würde bedeuten, das biologische Alter in unserem System ist niedrig. Habe ich eine starre Schlagfolge, dann ist das momentan gesehen ein Zeichen für eine hohe Belastung. Habe ich permanent starre Schlagfolgen zu verzeichnen, dann habe ich eine schlechte Funktion, eine nicht mehr ausreichende Funktion der Steuerung im Hintergrund, und das würde bedeuten, das biologische Alter ist hoch, höher als mein kalendarisches, weil ich schlechter funktioniere als der Altersdurchschnitt. Das gilt natürlich innerhalb unserer individuellen Rahmenbedingungen, die wir einerseits ererbt haben, andererseits erworben haben durch unser bisheriges Verhalten, und deswegen müssen wir das System individuell kalibrieren. Wenn ein Paralympics-Teilnehmer eine sehr niedrige Herzratenvariabilität aufweist im Längsschnitt, dann kann das beispielsweise in diesem konkreten Fall dadurch begründet sein, dass er 34 Vollnarkosen mit mindestens 8 Stunden Dauer in seinem Leben erlitten hat, und das bedeutet für den Organismus dermaßen viel Stress, dass die vegetative Steuerleistung sehr reduziert nur noch vorhanden ist. Ein Extrembeispiel, um den Funktionszustand der Steuerung des Herzens durch den Sinusknoten und der Regelung aus Sympathikus und Parasympathikus noch etwas zu verdeutlichen. Der Herztransplantierte, bei dem die lokale Steuerung über den Sinusknoten weiterhin funktioniert, weil sie mittransplantiert wird, die Regelung aus dem Organismus des Empfängers über Sympathikus und Parasympathikus aber verloren geht, weil diese Funktion nicht an das Herz angedockt werden kann, sodass also hier eine vollständige Dominanz des Sinusknoten vorliegt, und wenn das Herz 60 Schläge pro Minute schlägt, dann haben wir eine starre Schlagfolge von 1000 Millisekunden Abstand und eine Herzratenvariabilität von 0. Was kann die Herzratenvariabilität systematisch beeinflussen? Die zu dominante physische Belastung und zu wenig Entlastung, die zu dominante psychische Belastung mit zu wenig Entlastung,
die Ernährung als Belastungsfaktor, insbesondere auch bei Unverträglichkeiten, das Schlafverhalten, das nicht optimal ist, und Krankheiten, sei es chronische oder akute. Wenn das zu dominant wird, einer dieser Faktoren oder mehrere, dann kann die Herzratenvariabilität eingeschränkt werden dadurch. Was kann ich als Gegenmaßnahmen treffen? Gegen die physische Belastung aerobes Training, also moderate Ausdauer, gegen die psychische Belastung Entspannungstraining oder Zeitmanagement oder beides, gegen die Ernährungsbelastung das Berücksichtigen von Unverträglichkeiten oder von persönlichen Faktoren und die Optimierung der Ernährung dadurch und ein optimales Schlafverhalten mit ausreichend Entlastung, ausreichend Dauer. Ein optimales Schlafverhalten würde liegen zwischen 22 und 6 Uhr. Unter dem Einfluss der rechten Anteile kann die Herzratenvariabilität im Rahmen meiner individuellen Voraussetzungen dann auch wieder steigen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.